Hey ho zusammen. Entschuldigung, hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Im letzten Part haben wir die Kräuterkunde-Aufgabe erfolgreich beendet. Und jetzt sind wir hier draußen und wollten ja nach dem Kräuterkundeunterricht eine Tasse Tee bei Hagrid trinken. Mir ist allerdings aufgefallen, jetzt als ich die letzten Parts geschaut habe, dass die Sounds doch teilweise wirklich extremst laut waren. Und deswegen habe ich die nochmal um einiges, also so ein bisschen runtergestellt. Es kann sein, dass ihr dann das Gesprochene von den Leuten nur noch sehr, sehr schlecht versteht. Das tut mir leid, aber irgendwie kann ich es offensichtlich nicht ganz ändern. Ich würde euch dann bitten, das einfach zu entschuldigen. Und ihr habt ja die Untertitel. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem alles lesen und ja, ich hoffe, das funktioniert so wenigstens. Es ist zwar schade, aber ich glaube, es lässt sich nicht anders regeln. Sonst versteht ihr entweder mich nicht oder der Sound ist einfach viel zu laut und das ist ziemlich penetrant. Das macht ja dann auch keinen Spaß wirklich, muss ich sagen. Bist du ja. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Muss was mit dir besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Na, lauf schon. Oder ich habe mir gerade was überlegt. Ich weiß ja in der Regel, wann Leute mit mir sprechen, wenn ich auf sie zugehe, zum Beispiel. Dann kann ich ja vorher den Sound lauter stellen, damit ihr das auch versteht. Und danach einfach wieder leiser. Ist zwar ein bisschen blöd und ein bisschen umständlich, aber so könnte es funktionieren. Ich kann es ja demnächst einfach mal so ausprobieren. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber mehr wie versuchen kann ich es ja erstmal nicht. Hier noch ein paar Böhnchen einsammeln. Und ich bin im letzten Part darauf eingegangen, wie ich zu Harry Potter kam und wie das Ganze bei mir losging. Und, ich muss sagen, Harry Potter ist ein wahnsinnig großer Teil meines Lebens geworden. Wie gesagt, ich habe im letzten Part ja schon angesprochen, dass ich damals die ersten zwei Teile zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ab da quasi ging mein Harry Potter Hype los. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnern mich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Okay, das konnte ich jetzt natürlich nicht voraussehen, deswegen konnte ich da den Sound auch nicht höher stellen. Aber... Gib mir Neville's Erinner mich zurück, Malfoy. Du willst das Erinner mich zurück? Dann hol es dir doch. Du solltest immer schön nach meinen Klatschern Ausschau halten. Ja, jetzt darf ich natürlich wieder fliegen. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass ich Malfoy irgendwann einhole. Abbremsen kann ich übrigens mit E, habe ich herausgefunden, als ich mir die Steuerung genauer angeguckt habe. Ja. Ich finde diese Gegenden auch sehr cool, durch die man hier durchfliegt. Ja, ich werde immer so ein bisschen von dem Spiel unterbrochen, in dem, was ich erzählen möchte. Aber das hier könnte jetzt ein kleines bisschen länger dauern, deshalb sage ich einfach mal... Die ersten beiden Bücher hatte ich ziemlich schnell durch. Und kann ich zaubern? Ach nein, so bremst man ab. Wie blöd. Okay, linke Maustaste bremst man ab. Ach, hier beschleunigt man. Holy shit, oh mein Gott, nein. Gott, ich bin ja mal mega schnell. Hei. Okay, dann könnte das doch, müsste das, dürfte das doch nicht so lange dauern. Muss ich den irgendwie anrempeln oder so? Oh, runter muss ich runter. Haha, ich muss ihn anrempeln. Oh, ah, au, au. Aber möglichst ohne selber irgendwo gegen zu fliegen.
Boah, Speedy Gonzales hier, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, ah, das war zu tief. Hey, ah, komm her. Lauf voll. Komm. Krieg dich. Okay, wie gesagt, das könnte alles ein bisschen länger dauern hier. Bäm. Ah, drüber oder drunter. Man muss sich schon entscheiden hier. Aua. Stirb, Malfoy. Nein, sterben soll er nicht. Brauchen wir ja schließlich noch. Als Erzfeind. Au! Ja, da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, so. Au! Drücke Sprungtaste? Oh, hat sich erledigt. Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Potter. Oh, Mimi. Dafür wirst du noch bezahlen. Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Ach, warum hat er es dann mitgenommen? Suche Hagrids Hütte. In Ordnung, das kriege ich hin. Und ich kann mir ein bisschen Zeit lassen beim Suchen. Du hast meine Erinnerung mich zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Komm her, Trevor. Komm zurück. Das ist auch immer ein bisschen... Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums zur Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Das ist schlecht, dann solltest du ihn besser schnell holen. Schneller als jetzt. Harry, ich bin Professor McGonagall. Hi. Stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Das ist geil. Man kriegt gesagt, du bist ab jetzt im Quidditch-Team. Und dann, das erste Spiel ist heute Nachmittag. Ich habe keine Ahnung, was Quidditch ist. Ich habe keine Ahnung, wie die Regeln sind. Ich habe noch nie in meinem Leben Quidditch gespielt. Aber ich soll heute Nachmittag direkt als Sucher des Gryffindor-Teams antreten. What the fuck? Also, das ist die, wie ich schon angesprochen habe, die Logik dieses Spiels, die nicht so ganz konform läuft mit dem, was in den Büchern so der Fall war. Aber was soll's? Gekonnt ist halt gekonnt. Oh, der Busch sah aber vorhin noch nicht so aus. Cool, was Hagrid sagt. Da sieht man wieder den Drachenfabel von Hagrid. Achso, ja, hier geht's zum Quidditch-Feld, da will ich gar nicht hin. Ich sollte Hagrids Hütte suchen, richtig? Richtig. So, noch einmal, ich glaube zum vierten Mal schon, die ersten zwei Bücher. Hatte ich dann relativ schnell durch, konnte mir dann... Dadurch, dass es halt relativ lange gedauert hat, bis ich die ersten beiden durch hatte. Ich war ja noch relativ jung und konnte noch nicht so schnell lesen. Dadurch gab es dann auch schon den dritten Teil, den ich natürlich auch direkt geholt habe. Und beim vierten und fünften war es dann schon so, dass man sich die Bücher bestellen konnte. Und zwar so, dass man sie am Release-Tag ab Mitternacht zugeschickt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Aktion noch kennt, aber... So hatte man dann seine Bücher quasi immer direkt am Tag, an dem sie erschienen sind. Release, toll, ja, ne, genau. Um Mitternacht quasi schon vor der Tür. Die hat man dann immer von so einem Spezialpostboten quasi geliefert bekommen. Und sowohl schon beim vierten als auch beim fünften Buch habe ich dann bis mitternachts immer noch da gehangen und habe gefiebert und gewartet. Und irgendwann so zwischen... 1 und 2 Uhr morgens kamen die Bücher dann meistens bei mir an. Hallo, Homora. Ui. So zwischen 1 und 2 Uhr morgens kamen die Bücher dann immer bei mir an. Und ich war einfach immer mega aufgeregt und ich habe direkt angefangen zu lesen. Ich weiß noch, dass ich beim 5. dann, ich hatte mich schon ein bisschen schlafen gelegt. Meine Mutter sollte mich aber unbedingt wecken, wenn das Buch ankommt. Und so gegen 2:30 oder so hat sie mich dann tatsächlich geweckt, weil das Buch halt angekommen war. Und dann habe ich bis 4:30 morgens einfach die ganze Zeit noch in meinem Bett gelegen und habe gelesen. Ich habe einfach nichts anderes getan als gelesen. Und ich habe auch durch... Da komme ich noch gar nicht ran, richtig? Ich habe halt auch durch die Harry Potter Bücher dann quasi meine Leidenschaft fürs Lesen entdeckt. Und
Ja, deshalb sage ich mal, sind die Harry Potter Bücher sehr schnell ein sehr entscheidender Teil meiner Kindheit geworden und auch überhaupt meines Lebens. Ich finde, Harry Potter hat mich so wahnsinnig geprägt und es hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet. Und das, ouch. Und das werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich werde auch mein Leben lang ein großer Harry Potter Fan bleiben. Und ja. Ich habe damals diese Leidenschaft auch mit meiner besten Freundin in der Grundschule geteilt. Und wir waren einfach die absoluten Freaks, was Harry Potter anging. Cool, ich muss hier sogar her. ja. Eine große Zeit lang haben wir dann später auch, also es hat ja, ich glaube, beim fünften Band hat es ja sehr lange gedauert, bis der rauskam. Beim fünften oder beim sechsten? Ne, beim fünften war das, glaube ich. Es war ja aber auch ein mega langer Band, der mit seinen über 1000 Seiten da. Und da, uah. Da muss ich dann zugeben, dass unser Harry Potter Hype so ein kleines bisschen abgeflaut ist. Aber als der fünfte Teil dann halt erschien, dann war es halt wieder voll da und wir waren schon lange nicht mehr in der Grundschule natürlich, aber meine beste Freundin und ich, wir haben dann trotzdem wieder einfach unglaublich unseren Hype für Harry Potter entdeckt und sind dann auch so Chatrooms beigetreten, wo man dann so Rollenspiele gemacht hat, sich seinen eigenen Harry Potter Charakter quasi erstellt hat und dann so RPG-mäßig dann seinen Charakter in die Harry Potter Geschichte mit eingeflochten hat sozusagen. Das war einfach immer unheimlich interessant und es hat riesig Spaß gemacht. Und wir haben einfach unglaublich viele Stunden in diesen Chaträumen verbracht und uns quasi unsere eigene kleine Harry Potter Geschichte geschaffen mit unseren Charakteren. Da ich damals noch sehr viel sehr harte Musik gehört habe und sehr auf Bullet for My Valentine stand, hieß mein Charakter, glaube ich, Matthew Tuck. Es war ein 15-jähriger Junge aus Ravenclaw, wenn ich mich nicht ganz irre. Also ich wurde quasi von der Leiterin dieses RPGs. Es gab immer so ein oder zwei Admins, die dann dieses ganze Prozedere da geleitet haben. Die haben dann quasi einem so gewisse Fragen gestellt und haben einen dann quasi anhand dieser Fragen in ein Haus reingesteckt. Und manchmal hatte man aber halt so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach nur die Häuser nehmen, die gerade halt nicht genug Mitspieler hatten. Sprich, die meisten, die neu dazu kamen, wurden einfach irgendwann ins Haus Hufflepuff gesteckt oder so, einfach weil da die ganzen Schüler fehlten. Hui, das war knapp. Nee, doch nicht so knapp, weil ich dachte, das bewegt sich weiter. Naja, jedenfalls haben wir dann unglaublich lange Zeit einfach auch in diesem Harry Potter RPG verbracht. Wir wollten auch ganz, es gab damals so eine Aktion in so einem Schloss, wo man dann quasi, es war wie so eine LARP-Veranstaltung. Für diejenigen, die LARP nicht kennen, das nennt sich Live-Action Roleplay. Das ist quasi wie so eine Art Rollenspiel, was wir dann eigentlich schriftlich am Anfang gemacht haben, was ich gerade erzählt habe, dass man sich so seinen eigenen Charakter erschaffen kann und damit dann quasi in eine andere Welt eintaucht, quasi spielerisch eine Person in einer anderen Welt, aua, darstellt. Aua. Und das gab es halt auch mit Harry Potter, dass man dann quasi in so ein Schloss fährt. Also LARP ist quasi so, dass man sich einen eigenen Charakter erschaffen kann, immer noch, und den in einer gewissen Welt, in einem gewissen Umfeld, in einer Welt, die irgendeines Fantasie entsprungen ist, sage ich mal. Das gibt es mit Star Wars zum Beispiel oder ganz viel mit Mittelalter. Dass man sich dann so mittelalterliche Charaktere erschaffen kann. Meistens sehr fantasievolle Charaktere. Und die dann quasi in einer von bestimmten Admin-Personen quasi
ausgedachten Welt spielen kann. Das erinnert immer alles so ein bisschen... Gott, ist das schön. Boah, das sieht ja mal mega geil aus hier. Also, man sucht sich quasi eine Person aus, wird in eine andere Welt reingesteckt, sag ich mal, und spielt dann diese Person in dieser Welt. Man verkörpert diese andere Person, geht vollkommen aus seiner eigentlichen Rolle raus, die man im Leben hat, und taucht in eine andere Welt ein. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und das gibt, da gibt es richtige Events für, dass man ein Wochenende lang einfach an einen Platz fährt, der überhaupt nichts mit seinem eigentlichen Umfeld zu tun hat. Da gibt es zum Beispiel das Drachenfest, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr großes Event. Da gehen halt mehrere tausend Menschen immer hin. Das geht aber, glaube ich, auch über eine Woche. Und da wird dann quasi diese Welt ja, ins reale Leben übertragen. Und genau so etwas gab es halt auch mit der Harry Potter-Welt. Mein Gott, es ist so schön hier. Oh, so schön. Das gab es halt auch mit Harry Potter. Es gab so ein Schloss, wo bestimmte Personen angeboten haben, wir machen Harry Potter-Wochenenden. Das heißt, man wäre da ein Wochenende hingefahren, hätte sich quasi, also man hätte im besten Falle schon so einen Harry Potter-Umhang gehabt, der auch zu einem bestimmten Haus gepasst hätte. Und dann wäre das tatsächlich wie in Hogwarts abgelaufen. Man hätte quasi Unterricht gehabt, richtigen Unterricht mit richtigen Lehrern, man hätte Zaubertrankunterricht gehabt, man hätte einen Zauberstab gehabt, mit dem man auch wirklich hätte zaubert. Natürlich kann man nicht zaubern, das ist klar. Also so nerdig sind wir jetzt nicht, dass wir denken, wir würden irgendwelche Zauber da fabrizieren können. Aber man kann halt, beziehungsweise hätte dann, aua, ja ich weiß, man hätte dann auch wirklich so richtig so kleine Zaubertränke erschaffen, die man dann auch irgendwie hätte trinken können wahrscheinlich. Und es wäre halt wirklich so ein richtiges Harry Potter Wochenende geworden. Man wäre quasi in Hogwarts gewesen und hätte da so eine richtige Harry Potter Welt erschaffen. Und das war so immer unser kleiner Wunschtraum, der von mir und meiner besten Freundin, dass wir wirklich irgendwann mal zu diesem Harry Potter Wochenende fahren könnten. Jetzt bin ich wieder so blöd gewesen und habe mich hier vor die Truhe gestellt, Mann. Leider haben wir es nie geschafft, dahin zu gehen. Zum einen hatten wir auch nicht das Geld dafür, weil man muss ja dann natürlich auch dafür aufkommen, dass die also Verpflegung, Schlafplatz, also da hätte man tatsächlich auch so einen Schlafsaal gehabt. Die Verpflegung wäre von denen natürlich übernommen worden. Man hätte dann tatsächlich mit den Schülern in der großen Halle, in Anführungszeichen, gesessen und hätte da die Mahlzeiten zu sich genommen. Und ja, das wäre halt, hätte man aber natürlich auch alles bezahlen müssen. Und dafür hatten wir leider nicht das Geld. Meine Freundin hatte einen Harry Potter-Umhang, ich hatte aber leider keinen. Das heißt, den hätte ich mir auch noch irgendwie besorgen müssen. Ist ja auch nochmal teuer. Und deswegen hat das alles leider nie so funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten. Harry, hier drüben. Jetzt habe ich wieder vergessen, es lauter zu stellen. Ah, Entschuldigung. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. Ja, danke. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Ach Mist, jetzt bin ich in seiner Hütte, okay. Sonst hätte ich gesagt, mache ich das jetzt gleich, dass ich das nochmal umstelle. Oder kann ich das so? Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Jupp. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Bingo. Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß.
Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Sehr laut. Okay, es hat doch noch funktioniert. Ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte diese Unterhaltung einfach komplett unterbrochen und ich hätte es aufgehangen. Das wäre natürlich scheiße gewesen. Ja, ich soll für ihn Feuersamen holen, damit er sein Drachenei richtig ausbrüten kann. Aber ich würde sagen, das mache ich dann im nächsten Part. Dann gehe ich auch noch ein bisschen weiter auf den Harry Potter Fable ein, den ich und meine Freunde da entwickelt haben. Aber ich habe jetzt schon mal im Groben das genannt, was ich nennen wollte und habe euch so ein bisschen näher gebracht, was für ein Freak ich einfach damals war. Und ich bin es ja teilweise heute immer noch. Also bei so einem RPG, beziehungsweise also so einem Chat-RPG würde ich jederzeit wieder mitmachen. Es ist einfach wundervoll. Das war eine richtig tolle Zeit. Wir haben richtig, richtig coole Leute kennengelernt über diese Chaträume. Und es war einfach, ja, es war toll. Man hat sich so ein bisschen in einer anderen Welt gefühlt. Man hat sich einfach mega wohl gefühlt und ich würde es jederzeit wieder machen, ganz ehrlich. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen und ich hoffe vor allem, dass ich euch nicht zu viel labere. Wenn ihr auch mal solche Erfahrungen gemacht habt, beziehungsweise wenn ihr auch gerne mal solche Erfahrungen machen würdet, dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Mich würde mal sehr interessieren, was euer Harry Potter Fable war, was bestimmt... Was für freakige Sachen habt ihr damals gemacht? Was für riesen Harry Potter Fans seid ihr und was für Aktionen habt ihr gestartet? Mich würde das mal wirklich interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch auch ein Däumchen nach oben da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind immer wichtige Links drin, unter anderem auch meine Facebook-Seite. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Dann verpasst ihr nie ein Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Suche nach den Feuersamen. Bis dahin, ciao!